Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Cattle and Crops. Wir sind noch beim Feld 3 und es ist einfach riesig. Ja, wir haben mittlerweile zwei Helfer. Hier ist es Nacht geworden. Ich habe gerade eben was gegessen zwischen den Aufnahmen. Und danach hat es hier aber auch geregnet und dann habe ich ein bisschen vorgespult. Jetzt ist halt Nacht. Finde ich jetzt nicht schlimm, dann arbeiten wir auch mal nachts, oder? Coole Bilder hier. Schauen, ob ich die einigermaßen für alle dann optisch sichtbar machen kann. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen stehen lassen. Egal. Krieg mal schön. Ich freue mich hier schon auf die erste Bordkarte. Wenn wir hier die ersten landwirtschaftlichen Tiere dann auch noch haben mit, also mehr als die Zucht, die wir jetzt haben. Milchbetrieb wäre schon ganz cool. Schweine. Dann wäre ich schon erstmal glücklich für die ersten, für die erste Cattle and Crops Folge. Oder ja, Spiel. Session. Das Spiel, ne? Also. Milchkühe, Schweine noch dabei, die Zucht. Die Mast haben wir ja noch. Das ist, denke mal, dann fahren wir schon ganz gut mit. Der ist schon gleich wieder voll. Bin mal gespannt, ob wir gleich den anderen rufen können. Der ist bestimmt auch cool, wenn er nebenher fährt. Der müsste gleich voll sein hier. Der ist voll. So, mal gucken, was er macht. Dann machen wir hier mal B. So, dann fährt der jetzt weg, glaube ich. Da bin ich mal gespannt, ob ich einen neuen rufen kann. Wenn der vom Feld ist. Der fährt ja jetzt schon weg. Kaffee schon wieder vergessen. Macht er da hinten? Weiß er, glaube ich, nicht so recht. Ja. Dann erst einen neuen rufen, wenn er weg ist. Echt komisch. Was macht der da? Ist ihm zu dunkel vielleicht? Wird er schneller, oder? Nein, nicht wirklich. Verlass doch mal das Feld, Jung. So, jetzt kann ich einen rufen, mal gucken. Bin mal echt gespannt, ob der andere sich in Bewegung setzt. Ja, da bewegt er sich. Sehr cool. Das heißt, man muss sie sich nur hier ans Feld stellen. Wahrscheinlich noch nicht mal.
Und dann kommen die. Ich guck mal, hier kann man doch drauf gehen und sieht dann, welches Feld. So, jetzt dann kommen auch. Jetzt eigentlich da hinten sein. Komisch. Noch länger brauchst, da ist der andere schon wieder da. So, jetzt versucht er die Spur zu finden. Er sieht mich vielleicht nicht, weil es so dunkel ist. Was wir hier haben an. Oh ja, wir haben ja. Müssen wir aufpassen. Gespeichert, Spiel gesichert. Maschinen, wie lange wir die haben. Müssen wir mal eben schauen. Fuhrpark. Was haben wir denn gemietet? Auf jeden Fall ein Drescher. Den hier. Wie lange haben wir den denn noch gemietet? Ah, bis 17 Uhr. Okay, dann wird das alles bis 17 Uhr sein. Ja. Auch bis 17 Uhr. Ja, bis dahin werden wir fertig sein, denke ich, hoffe ich. Da kommt er! Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Schon mit der Terra-Bereifung. Aber die gut drauf bekommen. Ne, jetzt so nicht. Aber wir fahren jetzt mal los. F8 und T. Geht los. Achso. Die Frage, ob das gleich schneller geht, weil der andere ja jetzt auch im. Der ist ja schon im Arbeitsmodus. Der musste noch erstmal sich auf eine Spur eingrooven. Den habe ich ja abgestellt, wahrscheinlich verkehrt rum und so. Ja, ich denke mal, die Woche werden wir schon mit dem Feld noch dranbleiben. Will aber nicht darüber, oder? Hier drüben ist deiner. Was er wollte. So. Ja, der andere ist noch nicht da. Das heißt, wir haben bis wirklich Zeit gespart. Das hat sich gelohnt. Als ich das vor uns gemacht habe. Beziehungsweise gestern. Ja, wir sind jetzt heute am Aufnahmetag 792 Abonnenten. Echt genial, wie das in letzter Woche, Wochen so an Fahrt aufgenommen hat. Gestern kamen noch ein paar hinzu zu dem neuen Fernbus-Simulator. Der macht echt Spaß. Also, jetzt wo ich das Lenkrad habe geliehen, ist es auf jeden Fall ideal dafür. Also,
Ohne Lenkrad hätte ich es wahrscheinlich gar nicht in Erwägung gezogen. Aber so macht es echt Spaß. Auch wenn man da nicht den wirtschaftlichen Punkt hat. Denn Geld kannst du da ja nicht verdienen, sondern nur XP-Punkte aus der Erde. Oh ja, einen Punkt erhalten. Geerntet, okay. Ja, wir werden wieder Level aufsteigen jetzt auf jeden Fall. Ja, und nochmal der Aufruf, wenn einer von euch weiß, wie man bei Cadillac & Drops das Geld ja richtig schreiben kann. Also, wir nennen es einfach beim Namen, cheaten kann. Also, wie man 10 Millionen dazu bekommt, den Code, den kannte ich. Das sieht man ja jetzt hier. Ich würde es halt gerne wieder hier zurückschreiben auf die, ich weiß nicht, was da war, knapp 200.000. Das würde ich dann nachschauen, wann, wie viel wir da hatten. Die Maschinen sind auch richtig eindrucksvoll hier. Ja, der andere kommt auch schon, wie es aussieht. Boah, der steht schon dahinter. Schon sagen. Der hat schon kurz überlegt. Schon genial, wie das jetzt geklappt. Aber ist er nicht voll. Ah. Ich war jetzt wieder zu begeistert hier. Du kannst fahren, Junge. Will er nicht? So, jetzt kann er sich da vorne zurechtdrehen, wie er will. Ich habe ja meinen neuen Abfahrer. Das ist schon ganz cool, wenn er einmal eingestellt ist. Na, das macht er nicht, oder? Bleiben wir mal lieber hier stehen. Nee, macht er wirklich. Jetzt hier. Entweder fahre ich falsch ab hier oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Kann der in aller Ruhe abfahren beziehungsweise wegfahren. Wir fahren hier weiter.
werden zumindest schon mal alle Tiere aufgescheucht, die noch hier im Maisfeld sind. Können wir mal den Hut einmachen. Guck mal, da fährt er weg. Gerade mal am roten Punkt ist er. Ja, der fährt jetzt zum Hof. Halb voll. Aber ich glaube, der andere kommt eh schon mal zurück. Ich weiß nicht, warum sollte der Trecher aufhören, was aufzunehmen, weil er nichts mehr wegwirft. Das glaube ich nicht. Mein theoretisch müsste der weiter häckseln. Oder er müsste ausgehen und stehen bleiben, weil nichts mehr in Reichweite ist. Was haben wir denn? Oh, das geht noch. Da geht noch einiges. Wir fahren mal hier lang zurück, mal gucken, wie das ankommt. Weil der Anhänger steht ja noch da. Ja, guck mal, das schafft er ja auch. Hat er nämlich zwar angebumst, aber hier... Schafft er auf jeden Fall. Ist gut. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen da, auch wenn ich es immer wieder sage. Wenn es euch zum Ohren raushängt, tut es mir wirklich leid. Aber es ist halt wichtig, dass andere auch sehen, welche Videos gut sind, was gut ist, was gefällt. Von daher seht es mir nach. Wir sehen uns morgen wieder. Bis zur nächsten Folge von Cattle and Crops. Bis dahin. Tschüss.